Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Wir wollen jetzt endlich mal neue Systeme bereisen. Dafür müssen wir auf die Galaxiekarte. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Ich würde sagen, wir scannen ein paar, die wir noch nicht kennen. Hier sind die zwei. Hier sind neue. Wie? So, da haben wir 100%. Bei manchen ist es halt eingeblendet, bei manchen nicht. Hier wäre Cora. Da ist der Archon. Ich würde sagen, wir fangen hier hinten an, im Remarf-System. Und gucken mal, was dort los ist. Und es wäre noch eine Begleiterquest, die weitergeht. Also, ja, ich glaube, das. Damit starten wir jetzt einfach. Sehen Sie sich diese Werte an. Dieses System ist wunderschön. Absolut. Das ist ein Sternenkindergarten. Hier draußen werden Sterne geboren. Okay. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts, okay. Einfach mal abchecken. Und das sieht cool aus mit dem Planeten da im Hintergrund. Was haben wir hier? Wir haben einen Krater. Okay, wir haben einen Krater. Einschlagkrater. Spuren von radioaktivem Material, Element Zero und Metalle, die von Natur aus nicht auf diesem Planeten vorkommen. Okay. Es ist ein relativ kleines System, oder? Anomalie auf den Sensoren. Ich dachte, die Eisfläche. Anomalie gefunden. Vulkan, ach nee. Oh, das sah aus wie Eis, aber es ist Rauch. Okay, ein Vulkan. Mit Erfahrungspunkten. Und dann jetzt der wunderbar noch nicht, also nur systematisch benannte Planet. Oh, es ist gar kein Planet. Es ist ein Asteroid. Oder? Oder war das mal ein Planet? Ja, es war mal ein Planet. Man muss einfach nur die Questtexte mal lesen. Da ist eine Landezone. Das machen wir doch mal. So, wir wollen natürlich dann jetzt Vetra mitnehmen. Das ist ja klar. Joel bleibt jetzt mal zu Hause. Wir nehmen mal Vetra mit. Und Liam. Krisenspezialist. Naja, ich würde mittlerweile was anderes sagen. Gut. Oh, wir haben lange nicht mehr Inventar und so gemacht, ne? Machen wir, wenn's voll ist. Sehen Sie sich das an. Die Geißel hat hier ganz schön gewütet, was? Und das sollte die Heimat der Turianer werden. Jetzt haben die Exilanten hier das Sagen. Die kosmische Strahlung ist enorm hoch, Ryder. Sie müssen im Nomad bleiben. Was nutzen diese schicken Anzüge, wenn sie die Strahlung nicht abhalten? Unter normalen Umständen tun sie das durchaus, aber das Magnetfeld dieses Planeten wurde gestört, als er zerbrochen ist. Es gibt keinen Schutz vor kosmischer Strahlung, die einen auf molekularer Ebene zerfetzt. Dann bleiben wir wohl besser im Nomad. Okay, kompletter Nomad-Planet. Gezündet. Viel Glück, Ryder. Das klingt interessant. Oh, sieht das trostlos aus. Boah, kriege ich Gänsehaut. Im negativen Sinne. Sie beim Kämpfen Musik? E-Zero Core Revival. Oh, da könnte man genauso gut Gitarren in einen Aufzugsschacht werfen. Ach ja? Klassische turianische Musik klingt dafür, als würde man einen Werkzeugkasten durchwühlen.
Das ist eben gute Musik. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Okay, wir haben ein paar Punkte haben wir hier und ein paar Quests. Mineralien scannen und die verlassene Mine finden. Ich würde sagen, wir machen uns hier mal einen Marker und fahren erstmal zu dem. War ja hinter uns irgendwie, ne? Da. Boah, das sieht so krass aus. Da unten. Die Gravitation ist niedriger als sonst, Pathfinder. Mhm. Gil sagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie versehentlich Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Aber wir könnten es absichtlich machen. Was soll das heißen, Ryder? Sagen Sie mir, dass sie nicht... Aber Gil... Sie ist süß, wenn sie besorgt ist. Liam, sei nicht so ein Arsch. Ich hab den gar nicht so als... Also, ich hab natürlich das Spiel nicht durchgespielt, damals. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Aber ich hab ihn irgendwie nicht so als Arsch in wahrgenommen bisher. Das ist jetzt aber keiner der bewohnbaren Planeten, oder? Nein. Das ist immer noch unbekannt. Okay, ich dachte gerade schon. Aber wir haben einen Planet, wo wir hier rumfahren können. Wir müssen hier aber, glaube ich, keine 100% der Lebensfähigkeit erreichen. Wir fahren dann jetzt zum Fragezeichen. Es sieht echt... Also, das Design ist mega von dem Planeten. Es ist aber sehr trostlos. Oh, nein. Oh Gott. Oder haben wir durch die Map geguckt? Habt ihr das gesehen? Okay. Wir versuchen mal hier wieder einen Weg rauszufinden. Aber wir gucken leider voll durch die Map. Und dass die Geräusche hier gedämpft sind, finde ich auch mega cool. Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft wieder nicht so ganz rund bei mir, aber... Kann halt auch täuschen. Was ist das? Eine Bergbaukuppel, Pathfinder. Sobald sie im Inneren sind, müssten sie den Nomad verlassen können. Und was ist mit dieser irrsinnig hohen Weltraumstrahlung? Die Struktur der Kuppel verhindert das Eindringen kosmischer Strahlung. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Okay, Sie können wir versuchen in die Luftschleuse mal. Fahren, Pathfinder. Okay. Oh. Die sind nicht so freundlich. Die letzten! Achtung! Hier steht jemand. Okay. Anarchist. Oh. Mein Schild wieder da? Hallo, ja. Hatte recht. Hier sind überall Exilanten. Was wollen Sie an diesem Ort? Pathfinder. Ich orte in der Nähe ein Datenpad. Es könnte uns Antworten liefern. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Okay. Oh, das ist gerade. Ich weiß, ich kenne es ja noch gar nicht und irgendwie, dieses Szenario ist komplett anders und es fühlt sich gerade total unwirklich an und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll und bin gerade ein bisschen überfordert. Also wenn ich gerade nicht so schlaue Sachen sage, tut es mir leid oder wenn ich gerade einfach nur still bin, tut es mir auch leid, aber ich muss das gerade mit den Informationen erstmal verarbeiten. Nee, aber insgesamt, das Design an diesem Planeten ist ja mal mega gut, also halt wie auch mit diesem gedämpften, Geräuschen, weil man ja im Weltraum unterwegs ist, die veränderte Gravitation. Irre gut. Irre gut. Titan haben wir gefunden. Ja, cool. So, da drin ist noch eine Quest. Anscheinend. Und eine Ausrüstungsstation, wie es aussieht.
Da, das Datenpad. Es gibt hier zwar jede Menge Helium-3-Erde, aber ich glaube, wir werden sie recht schnell aufbrauchen. Wenn wir hier fertig sind, kehren sie zur Basis zurück. Cracks lagert das Zeug mit dem Rest. Falls sie den neuen Zugangscode noch nicht haben, er lautet 63 und Daten beschädigt. Sie fördern Helium-3? Die Hauptkomponente bei der Herstellung von Shuttle-Treibstoff Pathfinder. Es kann außerdem zu hochwirksamen Sprengstoffen verarbeitet werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Exilanten mit Sprengstoff. Wir müssen in diese Basis. Der beigefügte Zugangscode ist nur ein Fragment. Die Daten hier deuten jedoch auf weitere Bergbaukuppeln hin. Ich habe Ihrer Karte die Standorte hinzugefügt. Okay, vielen Dank. Nimm mal den Behälter mit. Können wir uns wirklich ausrüsten, ne? Okay. Da wir jetzt noch nicht, oder da ich jetzt noch nicht mich weiter damit befasst habe, mit unserer Ausrüstung, sollten wir vielleicht mal machen. Ich glaube, wir können schon mal wieder die nächste Stufe herstellen. Würde ich das machen, wenn wir in Ruhe wieder mal so ein bisschen die Ausrüstung durchgehen. Oh, hier ist noch ein Terminal. Das würde ich dann aber gerne auf der Tempest machen. Da gucke ich alles mal durch, gehe nochmal die Forschung durch, dass wir dort dann halt die nächste Stufe nutzen. Und Fähigkeitenpunkte haben wir jetzt auch gerade bekommen, aber ich glaube, wir haben gerade erst einen Stufenaufstieg gemacht, ne? Ja. Da warte ich noch ein bisschen ein paar Punkte ab. Hey Arschloch, glaubst du echt, es hilft dir etwas, wenn du irgendwo an den Arsch des Universums fliegst? Du schuldest mir immer noch 80.000 und du wirst sie mir geben. Wenn du ich dich selbst zu dieser Müllhalde schleppen und dir die Credits aus den Taschen schütteln musst, dann mache ich das. Ich hoffe, du drehst da drüben ein großes Ding. Wenn du nämlich wieder da bist, ist Zahltag. Hey, du bist einfach gegangen, ohne dich zu verabschieden. Du kommst aber wieder, oder? Habe ich irgendwas gemacht? Erst sagst du, ich bin der richtige Mann für dich. Wir sollten uns niederlassen und das Beste aus Kedera machen und dann... Okay, vergiss es. Lass dir da drüben so viel Zeit, wie du brauchst. Lande dein großes Ding, wie du es dir gewünscht hast. Dann kannst du wiederkommen. Ich warte hier auf dich. Nicht antworten. Automatische Nachricht. Danke für Ihren Einkauf. Artikel Asari-Verschmelzung Teil 5. Menge 1. Zwischensumme 50 Credits. Gebühren 2 Credits. Rabatt für Platin-Mitglieder 3 Credits. 3 Credits. Gesamt 49 Credits. Wenn es Probleme mit Ihrem Einkauf gibt, wenden Sie sich bitte per Extranet an unseren Kundendienst. Antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Aha, anscheinend eine Beziehung zwischen einer Asari und einer anderen Person. Wir wissen noch nicht welche. Aber schien nicht so rosig zu laufen. Okay. Ist hier sonst noch was? Nee. Aber wenn es hier so fette Gräben gibt. Gott. Ich hab's so momentan echt nicht mit der Sprache, ne? Dann wird's ja noch witzig. Was sollte das gerade bei dem... In diesem Datenpad, das wir gefunden haben, wurde jemand namens Cracks erwähnt. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer das ist? Der Name sagt mir nichts. Aber wenn er hier draußen ist, könnte er gefährlich sein. Das denke ich auch. Dann wird das unser nächster Punkt. Hier gibt's eine Straße. Erkenne ich die, wenn ich sie sehe? Oh ja, doch, man sieht hier die Spuren. Ja, sehr cool. Ich folge mal der Straße. Oh, das ist beunruhigend. Ja. Aber der Marker scheint... Oh Gott. Diese nicht vorhandene Schwerkraft ist sehr interessant. Nee, da wollte ich gar nicht lang. Nochmal zurück. Da müssen wir irgendwo lang. Irre, oder? Das sieht so cool aus. Es ist so schön, wenn ein Spiel einen immer wieder, also wenn ein Spiel es schafft, einen immer wieder zum Staunen zu bringen, ja. Und einfach Welten erschafft, die man nicht erwartet. Ryder! Was ist los, Liam?
Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Da hinten ist noch eine Kuppel. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ich versuche mal, mich ein bisschen an die Wege zu halten. Sonst fallen wir wieder irgendwo runter. Und irgendwann ist es unser Tod. Ich sehe den Weg nicht mehr. Wir versuchen, zur Kuppel zu kommen. Ich wollte auf dem Weg bleiben. Ich hab's vor einer Sekunde gesagt. Diese Verantwortungssache. Dabei geht's um meine Schwester, richtig? Gut ermittelt, Sherlock. Goldener Stern. Ihr Mundwerk wird ihrem Arsch nochmal Ärger bereiten. Mein Mundwerk hat kein Kind nach Andromeda mit geschleift. Lecken Sie mich, Costa. Sie hatte eine Wahl. Tolle Wahl. Sie verlieren oder mitkommen. Wahnsinn, dass sie trotzdem so fröhlich ist. Halten Sie sich aus meinen Angelegenheiten raus und reden Sie nicht mit meiner Schwester! Ich bin gerade so, also, okay, Vetra und Liam verstehen sich nicht. Hatte ich das schon mal festgestellt? Wenn nicht, habe ich es einfach voll... Also ja, dann habe ich es jetzt festgestellt und wenn ja, dann habe ich es einfach ein bisschen verdrängt. Das kommt halt einfach, weil man so ein bisschen stückchenweise aufnimmt. Und da ich jetzt die letzten, ja, in letzter Zeit sehr große Aufnahmepausen hatte, bin ich natürlich immer mal wieder raus aus dem Spiel. Ich bin gerade so geschockt darüber, dass mein Bild von Liam, also er meint wahrscheinlich vieles gar nicht so böse, aber dass mein Bild von Liam gerade so ins Negative abrutscht. Also, wie gesagt, an sich hatte ich nie was gegen ihn. Ich fand ihn eigentlich auch immer recht interessant. Aber momentan macht er ja super viel kaputt. Das schockiert mich gerade so voll, weil eigentlich wirkt er ja doch recht, ja, na, menschlich nicht, aber eigentlich besorgt um seine Mitmenschen. Klar, um Sid sorgt er sich wahrscheinlich auch, aber er hat irgendwie nicht so die richtigen Kanäle, das zu kommunizieren, hab ich so das Gefühl. Sieht aus, als könnten wir hier einfach reinfahren. Machen wir auch mal. So. Ich erwarte jetzt gleich, dass der eine direkt hier hochkommt, hochspringt. Okay, jetzt bin ich. Ja, das habe ich befürchtet. Er war ja auch eine Kombo. Warte mal, man konnte mit Alt, genau, danke, die Schulter wechseln. Manchmal erinnert sich mein Gehirn doch. Warte, kriege ich ihn so? Ja. Haria, den Namen haben wir doch schon mal gehört. Achtung, Granate! Ja. Ich habe ein Datenpad geordnet, Pathfinder. Mhm. Doch, Paria haben wir doch schon irgendwo gehört. Der Name kommt mir ultra bekannt vor. Wer bist du? Was ist das, Vetra? Hier ist es Vetra. Oh, hier ist Platin. Platin hier ist. Deswegen sitzen die wahrscheinlich auch hier, weil sie Platin hier haben.
die hätten wir ja hier alle schon abgeerntet, ne? Hier noch nicht. Das erinnert mich irgendwie gerade an das Ressourcen sammeln in Inquisition. Weiß ich nicht. Es erinnert mich gerade voll daran. Und kommst du auch nur einen Schritt immer weiter, weil überall alles steht? Es läuft sich hier auch total komisch. Es ist echt, echt gut gemacht. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Aha. Gucken wir gleich mal. Mal will ich hier gucken, ob ich irgendwas finde. Ein Behälter. Hier keins hiervon. Vielleicht da oben. Oder vielleicht liegt das auch mit oben. Immer oben. Ein Terminal. Okay. Oh, wir sind schon über der Zeit. Ich würde sagen, in der nächsten Folge lesen wir hier und gucken mal, ob wir das Mineral noch finden. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.